Hallo Bastel-Harry-Freunde. Heute ist mal wieder Auspackzeit. Und zwar haben wir uns mal ein bisschen was für die Pflege von Metall gegönnt. Also sprich für Felgen zum Beispiel, also für Alufelgen. Und wenn man ein bisschen was am Basteln ist, mal ein altes Gerät restauriert und die Schrauben nicht mehr so schön sind, dann kann man die damit auch wieder ein bisschen aufpolieren und so. Ja, und zwar ist jetzt so ein ganzes Sortiment, was ich da bestellt habe. Gucken, ob hier eine Auflistung drin ist. Nö, nicht wirklich. Das nennt sich Polierköpfe-Sortiment. Ich kann euch das ja kurz mal zeigen. Also das ist hier so eine kleine Polierscheibe. Die sind alle jetzt praktisch für die Bohrmaschine geeignet, um die einzuspannen. Dann sind das hier so eine Köpfe, so eine Art Pilzköpfe. Da kommst du dann auch mal in engere Stellen mit drin, wo du sonst mit so einem breiten Ding hier oder so nicht rinkommst. Zum Beispiel eine Alufelge oder so. Das sind hier alles verschiedene. Das ist hier so ein gerade Teil. Dann sind hier noch kleinere Pilze, haben alle die gleiche Aufnahme. Nochmal kleiner, vergleiche hier nochmal der andere. Ja, und dann ist hier nochmal so ein Teil, da sind auch nochmal diese Polierscheiben drin. Das ist immer noch diese große, die hier ist, die ist hier auch noch immer drin. Und zwei kleinere und jeweils zwei so eine Polierkreiden oder weiß ich, wie die Dinger sich nennen, halt so ein Zeug, womit du dann nochmal Hochglanz erzeugen kannst beim Polieren, wenn das Ding schnell genug dreht und du machst das hier ran, dann ja, kriegst du nochmal ein bisschen Hochglanz drin. Ich habe mir jetzt sowas geholt, ich hätte das auch gerne für meinen Schleifer, den ich auf den Tisch montiert habe. Aber ich muss ehrlich sagen, das war ein reiner Fehlkauf, wenn ich mir das so überlege. Ich habe den zwar schon ein paar Jährchen, aber außer ein Küchenmesser daran wieder scharf machen, viel mehr kannst du damit ja nicht machen, weil das Ding viel zu schwach ist. Also das Ding hat nur 200 Watt und ist definitiv zu wenig, ist so ein Doppelschleifer, ist definitiv zu wenig, um daran Polierscheiben zu betreiben. Also du kannst ja nicht mal eine Achterschraube da runter schleifen, ohne dass das Ding stehen bleibt. Also das kannst du schon mal vergessen. Und deswegen habe ich mir die lieber jetzt hier für die Bohrmaschine geholt, weil ich sowieso jetzt mit den Teilen wollte ich jetzt sowieso mehr Sachen machen, wo ich mobil bin, wo ich jetzt nicht festen Standort haben muss. Deswegen habe ich sowas geholt. Ich bin aber auf der Suche nach einem Doppelschleifer. Was ich jetzt so gelesen habe, also unter 400 Watt sollte man ja nicht anfangen. Das lohnt sich sonst ja nicht, weil die Dinger einfach ja, schlichtweg stehen bleiben, weil die dann keine Kraft haben. Ja, das wollte ich euch zeigen. Das ganze Set hat hier gekostet, kann ich euch auch noch sagen, 24,99 €. Ja, ich wollte dafür keine Werbung machen, also nicht, dass wieder heißt hier Werbung versteckt und so. Das ist auch keine Produktplatzierung oder sonst irgendwas, sondern das ist nur mein für mich privat selbst gekauftet Zeug, was ich euch immer näher bringen wollte, weil ich demnächst, wie gesagt, mal die Alufelgen machen werde. Das werde ich dann natürlich auch wieder zeigen, wie das funktioniert, ob es funktioniert und was das Ergebnis ist. Gut, das ist es gewesen. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.